Und herzlich willkommen zu Folge 32. Ja, die Kühe sind natürlich immer noch dabei. Sonnenuntergang, wir wollen jetzt mittlerweile schlafen gehen. Schlafen, schlafen, schlafen. Nämlich die Creeper sind da nämlich schon fleißig am Rumtingeln. Und ich war auch mal kurz im Dorf und da fehlt uns schon wieder ein Villager. Aber da gehen wir gleich auch mal vorbei. Komm schon, hallo. Sonne, weißt du, die braucht ewig lang und da will man nämlich schlafen gehen. Und dann lassen die den eigentlich. Lass mich doch schlafen. Ich glaube, ich liege nur im Bett, da habe ich wenigstens dauerhaft 80 FPS und nicht so ruckelnd hier immer 20, 30, 40, 10, 60. Das ist ein bisschen nervig hier. So, wie sieht's aus? Ah, der ist noch am Rödeln hier. Rödeli, Rödel. Ja, genau. Komm, ich nehme schon mal vorher ein bisschen raus hier. Ich brauche nämlich ein paar schon mal. Zack. Und ach, Mann. Nehmen wir gleich mal hier ein paar Dinger mit raus. Zum einen ist zu viel. Sagen wir mal, tun wir hier in jeden Ofen drei Stück rein. Da kann ich anderthalb, sechs brennen, das ist ganz okay. Das war nur zu viel. Und zack, rein damit. Den Rest tue ich mir eben gerade hier rein. Weg damit. Dann gehen wir noch mal kurz ins Dorf snacken. Was da jetzt mittlerweile so Tingle ist. Ja, seht ihr auf der Karte, da werden es immer weniger. Sind jetzt, glaube ich, nur noch drei Villager oder so. Und der Bienenmensch müsste zumindest da drunter sein. Ja, also sind nur noch drei oder vier hier anwesend. Ich weiß nicht warum. Ob die jetzt da irgendwie durchglitschen und sterben, keine Ahnung. Aber es wird immer weniger. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich die irgendwo anders hin postiere oder mal durch einen Glitch, beziehungsweise durch den Türglitch, ein paar Villager wieder reinhole. Denn wenn man ein paar Türen dazwischen macht und die da durchgehen, kommen natürlich ab und zu ein paar neue Villager. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. So, ein bisschen Eisen hier wieder raus tun. Dann brauchen wir jetzt Turtles. Turtle. Bei Mining Turtle brauchen wir Computer, da brauchen wir Stein und die Platte. Zack, 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 zack. Sechs Computer. Ist gar nicht so schwer einfach zu machen hier. Glaspanels können wir uns später herstellen. Dann. Das war jetzt Eisen immer drum, ne? Genau. Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch auf Eisen warten. Einen können wir schon mal machen. Zack. Nö. Dann nehmen wir einen Turtle raus und dann müssen wir noch hier ein paar Stickies machen. Mit den Stickies machen wir uns ein paar Spitzhacken. Eins, zwei, drei. Mehr brauchen wir gerade nicht. Drei Turtles oder so reichen auf jeden Fall. Und den ersten können wir eigentlich schon versetzen. Den setzen wir mal auf der Ebene. Ah, wir brauchen noch eine Kiste. Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Deswegen brauche ich auch noch ein bisschen Eisen oder so. Damit ich eine ein bisschen größere Kiste hier hinstellen kann. Diamantkiste oder sowas. Wäre mir ganz schon lieb. Oder ich mache jetzt eine Doppelkiste mit Holz und gehe dann ab und zu mal vorbeischauen, wie die Kisten laufen. Das ist, glaube ich, ein bisschen lukrativer wegen den ganzen Rohstoffen hier. Ich glaube, von den Rohstoffen her ist das ein kostengünstiger Anschlag, als Diamantkisten jetzt eben zu machen. Ich hätte ein paar Diamanten schon mehr, klar. Aber das kostet mir natürlich auch wieder. So. Machen wir mal so erstmal. Zack. Eine haben wir schon mal. Ah, genau. Dann können wir schon mal zwei erstellen. Zack. Einmal ein Höschen herstellen und dann einfach so noch ein Mining Turtle herstellen und zack, zack, zack. Drei. Warte mal, ich warte jetzt noch. Da können wir noch einen nächsten machen. Habe ich nicht noch irgendwo welche gehabt? Ich glaube nicht, ne? Da ist noch Eisen. Nehmen wir doch das. Dann machen wir uns noch einen dritten daraus. Mining Turtle. Und zack,
Können wir die können wir erst noch stacken, aber wenn die mir den gleichen Namen geben, dann können wir die leider nicht mehr stacken. Da seht ihr dann gleich auch, außer die haben wieder den gleichen Namen. Das möchte ich nicht dem zumuten. Da mache ich lieber für jeden eine extra Kiste, damit es nachher ein bisschen besser mit der Aufteilung läuft. Und das ist alles Käse immer. So, Kisten habe ich. Turtles habe ich. Und ab damit nach unten. Dann müssen wir mal, weiß nicht, machen wir so 50er Tunnel immer oder so. Oder 20er, ich weiß es noch nicht. Den ersten hier habe ich gedacht, gibt es Kupfer, gibt es auch, aber dann setzen wir den mal zwei Etagen runter. Da buddel ich mal eben noch schon mal ein Loch hier rein. Das wird jetzt so unsere Mining-Grabstätte sozusagen, einfach hier neben unserem Haus. Das wird vielleicht nachher ein Riesenloch werden, wenn wir uns ein bisschen hier austoben. Deswegen ist das ja eigentlich nicht schlimm. So, Turtle hier setzen. Turtle vor die Kiste setzen. Oh, warte mal. Bist du jetzt richtig rum? Nein. Du bist jetzt falsch rum. Das war schon fast klar. Ich glaube, ich muss den so rumsetzen, ne? Nee, so baut er die Turtle ab. Also die, warte, die Kiste ab, so ist richtig rum. Und hier kommt schon mal eine Zelle rein. Und hier geben wir schon mal Label Set. Tunnel. Bohrer nenne ich jetzt jeweils immer Bohrer 1. Damit ich die nachher in den Kisten reinsetzen kann. Und ich weiß, dass sie einfach nur für dieses Programm geschrieben sind. Und jetzt können wir hier Tunnel... Warte mal, da können wir Refuel machen. Refuel? Achso. Refuel All ist das, glaube ich, ne? Jupp. 64.000. Tunnel 25. Nur eingeben schon mal. Dann. Oh, warte mal, wo setze ich den denn jetzt hin? Hier, ne? Ne, der hat ja schon Tunnel dann, eigentlich sozusagen. Dann, weiß ich nicht, in die Richtung oder so. Oder erst hier, was, ich weiß es nicht. Mit der was? Wir setzen den Klon jetzt da unten hin und lassen den erstmal eine Runde sich austoben. Natürlich könnt ihr auch das Stirp-Programm benutzen, das gibt es nämlich auch. Man kann nicht mit dem Stirp-Programm benutzen, dass er so Arme immer ausschlägt, aber da will ich noch ein extra Programm machen, dass ich halt auswählen kann, ab wie viel Abständen der diese Arme macht. Damit ich ungefähr mal weiß, wann ich das leeren muss oder so. So, dagegen. Dann sagen wir hier das gleiche auch. Label Set. Tunnelbohrer. Ach man. Bohrer 2. Dann geben wir Refuel All ein. Da müssen wir hier noch eine Packung Kapseln reinschmeißen, weil diese Einheit speichert der dann, was seine Energie hat. Und wenn jetzt noch zum Beispiel Kohle oder so ist, die speist er, wenn er auf diesen Slot ist, speist er die direkt mit ein. Ich muss jetzt aufpassen, dass es nirgendwo ein Creeper ist oder sowas. Da habe ich keine Lust drauf. Und hier geben wir auch Tunnel 25 ein. Und lassen ihn gleich weiter rödeln. So, 1, 2, 3. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt von hier anfängt und diesen Tunnel macht oder hier, dass seine Mitte ist und hier drumherum macht. Das weiß ich jetzt leider nicht. Da machen wir es hier gegenüber auch, würde ich sagen. Und ich sag mal so, wenn er jetzt einen dazwischen freilässt, ist das ja gar nicht schlimm. Da kann ich ja noch nachhelfen oder habe dann zum Beispiel diese Gänge, dass ich halt immer noch schauen kann, was halt daneben ist. Deswegen sage ich vielleicht, wenn das seine Mitte ist, wenn das hier ist, dann setze ich den vielleicht dahin. Oder hier hin. Dann hat er seine Mitte oder seinen rechten Platz. Ich weiß es nicht. Wenn das seine Mitte ist, dann hat er hier auf jeden Fall links und rechts. Dann hätte ich einen Zweiergang. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Zack. So. Das machen wir bei dem jetzt auch hier. Label Set. Tunnelbohrer. Jetzt richtig. Tunnelbohrer 3. Refuel All. Das ist fast schon wieder die Folge um. Refuel All.
Tunnel 25 eingeben. So, jetzt sind alle drei gleich, wenn ich sie starte, bereit. Aber das sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Bis dahin, euer FlashoDB und tschüssen! Tschüss!